Oder wie? Verstehe ich irgendwie nicht. Ist mir ein Rätsel gerade, warum. Ist die Mission jetzt eigentlich noch aktiv oder müssen wir jetzt schon wieder. Das ist aber echt merkwürdig gerade. Okay, wir müssen uns definitiv ein bisschen Tierfett organisieren. Das gibt's doch nicht. Na. Hallo? Hat er jetzt eigentlich die Tiere erlegt, die wir brauchten? Hier ist, ach, Blaublatt. Ja, nehmen wir mal mit. Wo ist denn. Jetzt komm mal her, lass ihn mal heilen. So. Na super, haben wir wenigstens zwei Speere. Aber ich habe da hinten schon die Blutspur gesehen wieder, wenn ich das richtig. Ja, da hinten. Das Mammut ist auf jeden Fall definitiv verletzt. Es geht aber in die Richtung. Das Mammut geht in die Richtung. Okay, dann schauen wir mal. Hä, aber von hier sind wir doch. Hä? Aber wir sind doch von hier gekommen, oder nicht? Wir waren doch hier. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Wieso zeigt uns denn jetzt das Spiel nicht an, wo wir. Hä? Wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Müssen wir jetzt echt wieder hier hin? Okay, pass auf. Wir gehen jetzt einfach mal dahin und dann gucken wir einfach mal. Oh Mann, da hinten sind Udam. Jawohl, sehr schön. Da haben wir einen neuen Mitbewohner von unserem Dorf. Aber irgendwie verstehe ich das nicht mit dem Mammut. Wir haben es fast etwas schon. Wir haben schon sehr, sehr viel runtergeschossen. Und trotzdem, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Und trotzdem, irgendwie ist die Mission komischerweise weg. Aber da stand auch irgendwie nichts. 163 haben wir jetzt. Ich wärme mich mal eben hier auf. Am Lagerfeuer, am Lagerfeuer, am Lagerfeuer. Sing mir das Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Muss ich jetzt die Mission neu anfangen? Aber wir sind doch nicht gestorben oder sonst irgendwie was. Deswegen macht das jetzt für mich, also meiner Meinung nach macht das überhaupt keinen Sinn, jetzt hier wieder zurückzugehen. Oder ist das Mammut. Ach, ich glaube, das Mammut ist hier. Ah, okay, alles klar. Macht Sinn. Okay. Pass auf, dann geht's jetzt weiter. Ich dachte, wir können noch ein paar Fallen aufstellen. Höh, jetzt kommen die auch noch, oder was? Wo ist denn das Mammut? Ach da. Hä, was, wer, wo? Geh doch einfach, geh einfach tot. So. Das müsste es mal gut sein, ne, oder? Ich glaube. Ich mache nochmal eine Falle hin. So, und hier auch nochmal eine Falle, falls er mal hier reinläuft. Hallo, ich bin hier. Hallo. Hallo, ich bin hier. Scheiße, wir können keine Speere mehr herstellen. Das ist. Oh, wir brauchen unbedingt Tierfett. Oh, was? Alter, was? Hör auf. Lass das. Ja, komm her. Renn in die Falle. Renn in die Falle. Sei ein braves Mammut. Sei ein braves Mammut. Renn in die Falle. Sehr schön. Kann ich dich nämlich schön anzünden. Greif das Mammut an. Ah, das ist sehr schön. Also, also es ist schon leichter als wie gegen den Bären, muss ich sagen. Der Bär, den wir ja
Der war viel, viel schwerer. Wir könnten echt mal unseren Dings mal hier hinrufen, unseren Bären, weil der hat auch nicht mehr so viel Leben. Komm her, komm hier hin. Und das Mammut kriegen wir gleich. So. Haben wir dich auch wieder geheilt. Sehr schön. Ja, du bist ja ein ganz feiner, ein ganz feiner. Ja, 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 ein ganz, ganz feiner. Ja, ja, halt den Bubble. Okay, da hinten läuft das Mammut. Sollten wir uns mal schleunigst beeilen, dass wir da hinterherkommen. Ne, ich brauche es nicht aufspüren. Ich sehe es ja. Durch meinen Monster-Röntgenblick durch die Steine. Werde ich es jetzt ganz schnell jagen. Survival. So, habe ich noch... ja, sehr schön. Ein Speer wäre echt super für uns. Da steht das Mammut. Müssen wir jetzt... oh Gott, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Okay. Gibt es hier keine Tiere, die ich erledigen kann? Für Tierfett, für Speere? Weil Speere machen echt, glaube ich, mehr Damage. Na egal, wir haben unsere Bomben. Können wir jetzt wieder... können wir jetzt wieder Fallen legen? Oi, was geht denn hier ab? Wow, Alter, krass. Boah, cool. Geysire. Wie geil. Was ist das denn hier? Oh, 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 oh. Das... ja, natürlich. Du musst ja unbedingt da dran stehen. Du bist so ein Dämlack, weißt du das? Du musst doch unbedingt an diesem heißen Geysir stehen, ne? Muss man nicht alles nachmachen? So, und jetzt komm her und jetzt erledigen wir das Mammut. Letzte Runde. Round one, fight. So. Final round. So, der ist weg. Komm ich hier? Hua. Komm ich hier? Ja, komm ich. Hua. Aua, 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 lass das. Aua, lass das. Lass das. Aua, aua, lass das. Hua. Lass das. Hua. Wo ist das Mammut? Wir haben's! Was? Wir haben's! Yeah! 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 Oh Mann, es tut mir so leid. Oh Mann. Nein, ich will's nicht töten. Oh Mann, ich will's nicht töten. Ich muss jetzt mal den Finger richten. Nochmal ein paar Sachen hier rausholen. Hast du fein gemacht. Was? 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 Was ist das denn? Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Warum steht es auf einmal wieder auf? Was? Nähere dich dem Blutzahn-Mammut und beende sein Leid. Ja, das machen wir. Okay, wir müssen sein Leid beenden. Es tut mir so leid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich dachte, wir sollen es zähmen. Blutzahnmammut, Jagd abgeschlossen. Oh, wie gemein das. Oh, wie fies das war jetzt mit diesem Blick und so von ihm. Boah, war das gemein. Boah, das war richtig fies jetzt gerade. Das war richtig gemein. Das war richtig gemein jetzt gerade. Aber das Blutzahnmammut war leichter als wie den Bären, aber wir konnten es nicht zähmen. Ich dachte, wir zähmen es jetzt. Alter Schwede, das ist ja... heute Witzka, Herr Kapitän. Okay, pass auf. Ich schaue auf die Karte. Und wir wollten ja hier hin, ne? Wir wollten ja hier zum Leuchtfeuer. Das ist in die Richtung. Dann gehen wir mal. Boah, war das eine Action. Alter Schwede, war das eine Action? Aber es war, wie gesagt, es war wesentlich leichter als wie den Bären, den wir bei uns haben. Das heißt also,
Es sind Tiere dabei, die auch leichter sind. Da habe ich mir wahrscheinlich direkt am Anfang wahrscheinlich den schwersten ausgewählt. Wahrscheinlich den, der Bär war wahrscheinlich der schwerste, der Narbenbär, den wir jetzt hier haben. Nicht Nasenbär, sondern Narbenbär. Ich verwechsel, ich will auch immer Nasenbär sagen. Ich weiß gar nicht warum. So, guck mal, hier dran können wir ranklettern. Gehen wir doch direkt nach oben. So. Lal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 
3 Stück noch von den Leuchtfeuern. Auch schön. Und von den Außenposten brauchen wir noch 2. Da bin ich sehr gespannt, ob die Außenposten auch zu den Missionen zählen, zu einigen. Da lasse ich mich mal sehr überraschen. Da müssen wir mal schauen. So. Wunderbar, wunderbar. Das heißt, ich werde jetzt mal eine Schnellreise tätigen. Ach, guck mal an, da oben ist sogar noch ein Lagerfeuer. Bin mal gespannt, was hier oben noch so in dem Bereich ist, weil hier ist auch noch ein Stück von der... Hä? Vorhin war das hier noch irgendwie hier nur so ein Stück gewesen. Jetzt auf einmal ist die Karte noch größer. Oh Gott, also hier oben, das fehlt noch. Da wird noch jede Menge auf uns zukommen. Werde ich jetzt mal eine Schnellreise machen eben zu unserem Dorf. Denn da können wir nämlich die... Ich habe ja gesagt, dass wir da mal die Hütte ausbauen. Ja. Und da müssen wir mal gucken. So. Tralali, tralalo, tralalala. Tralali, tralalo, tralahopsasa. So, denn wir können ja die Hütte von dem Karosch, glaube ich, war das, ne? Karosch, oder wie der heißt? Carwash Mick. Yeah, working at the Carwash. Was ist denn hier? Okay. Gehe ich gleich mal gucken. Ich will erstmal hier, Dorf ausbauen. Wenn ich jetzt wüsste, wo er sein... Da ist irgendwas. Ja, gleich. Keine Zeit jetzt. Gehen wir gleich mal gucken in der Höhle. Da haben wir jetzt auch einen Punkt. War er nicht hier unten? Ist das nicht hier schon? Ist er nicht er? Ach nee. Mammut Stinkefuß hat sie ja zu uns gesagt. Wo ist denn das mit der Hütte ausbauen? Ist es? Ach da. Ich glaube da. Kann das sein, dass es das ist? Ist es das hier? Ja. Karosch. Ich verbessere mal deine Hütte, Kumpel. So. Yeah. Jawohl, mein Freund. Hast du wenigstens eine neue Hütte? 3000 XP verbessert. Wuhu. Sehr schön. So, da oben haben wir jetzt noch eine Mission oder sowas. Und in der Höhle auch. Achso, wir können... Schauen wir mal wegen Fähigkeitspunkte. Können wir hier unten was... Warte mal, was war denn da das nächste gewesen? Da war... Moment. Feuerbomben. Kam da noch irgendwas, was... Ah, hier nicht auf Tierfett angewiesen. Das ist natürlich geil. Dann leveln wir das auch mal. Und direkt das nächste auch. Und dann brauchen wir dann gleich nur noch 6 Pünktchen. So. Dann gehen wir mal gucken, was er uns zu erzählen hat. Schauen wir mal. Maita, karwi bishausa. Da winjaha. Batari uguanta. Izila nu wenja dwaya. Nu ta shlaudra. Kunasta. Nai. Wenja hashwasa. Kwai shwadata. Kwai shizila wenja hashwasa? Numas mash da chai magata. Winja hajrasu. Ais izila sashman shwagaita. Wenja hadra? Ma muduchan? Tu hajra. Duchanta. So. Dann gucken wir mal eben die andere Mission da in der Höhle. Also wir haben jetzt das Dorf ja niedergebrannt und haben das Mammut erlegt. Haben den das Leuchtfeuer entzündet. Wahnsinn. Also was wir jetzt schon wieder gemacht haben alles. Und unglaublich. Wie lange ich schon wieder in dieser Aufnahmesession bin, ist auch schon wieder unglaublich. Es sind schon wieder 2 Stunden. Meine Güte, also fast 2 Stunden. Aber so viel ist das nicht, wenn man mal überlegt, ich sag mal, wenn ich die Folgen alle so um die, ja, ich sag mal, halbe Stunde mache, dann sind das gerade mal 4 Folgen. Wenn ich sie, wie gesagt, wenn ich sie dann auf 30 Minuten mache, ich mache sie meistens immer so 16 bis 20 Minuten. Hallo, mein Freund. Udam Sanchita. Quar da.
Udam. Palhu Winja Huguana. Ma Mash Damsham. Udam Gwar Barta. Damas Krawadandaf. Winja Bardaha Sakwi. Nay. Udam Aywa Tani Bar. Widum. Winja Udam Barash. Hai. Mask. Ja, sie traut uns nicht. Beziehungsweise, ja, meint sie, das ist nicht gut gewesen, dass wir den da, oder wie er heißt, da, in unser Dorf gebracht haben. Sie hat ihn, glaube ich, entweder hat sie ihn, glaube ich, jetzt freigelassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Boah, geil. Boah, mega Atomexplosion. Willkommen in Fallout 6. Boah, krass. So, ja gut, kann ich ein bisschen nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, was können wir auch? Wir können ja was bauen. Ja, machen wir das mal. Steinsplitter, vollständig verbessert. Sehr schön. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Was können wir denn? Wir können ja angeblich was verbessern, aber was denn? Ach, da! Ah, guck mal. 6 Keulen können wir jetzt tragen. 8 Keulen anstatt 6. 10 Keulen. Sehr schön. Wir können insgesamt 10 Keulen tragen. Keule, hat er gesagt. So, warte mal. Schauen wir mal. Da oben ist jetzt eine Mission. Und hier ist noch eine Mission. Alter Schwede. Das ist auf jeden Fall die Udam-Heimat. Das heißt also, da wird wahrscheinlich vielleicht auch finaler Kampf sein. Und hier ist jetzt da von den Udam. Hilf da, den Zorn des Venya Begrüßungskomitees zu überleben. Schwierigkeitsgrad Mittel. Mhm. Machen wir mal. Mach ich mal eine Schnellreise hin. So. Gigantische stehende Steine markieren das Izia-Gebiet. Okay, so schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen, was da stand. So, was haben wir? Können wir Speere herstellen? Ein Speer. Wir sollten echt mal zusehen, dass wir auch... Boah, 10 Keulen sind aber echt... Echt mal gucken, dass wir gleich mal ein bisschen Tierfett unterwegs mitnehmen. Wo ist der Wegpunkt, bitte? Da ist der Wegpunkt. Okay. Diesmal habe ich ihn sehr schnell gefunden, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir müssen irgendwie da hochkommen. Ich vermute mal, dass wir außenrum... Und hier ist irgendwie eine Mission für neue Venya... So, sehr schön. Da können wir nämlich den Venya befreien und wir haben wieder ein neues Mitglied in unserem Dorf. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir die Mitglieder auch für den letzten Kampf. Vielleicht kämpfen dann alle mit uns und je weniger wir haben, desto schlechter natürlich. Ach, guck mal an. Ach, jetzt auch noch, natürlich. Nein, ich schieße auch noch vorbei, ich dem Lack. Ah, jetzt. Sehr schön. So. Holzpfeil nehmen wir mit. Ich nehme die Pfeile jetzt einfach mit. So, und zack. Und zack. Und hier auch nehmen wir mit. Hat der vielleicht Tierfett? Warte mal, hier waren gerade Ziegen, ne? Können wir die nicht... Ah, Mist, jetzt hauen die auch noch ab. Ah, verdammt. Sollte vielleicht auch mal Richtung Wegpunkt gehen. So, ah, Tierhaut, da guck mal an. So, wie viele hier rumlaufen von denen? Ist ja unfassbar. Na. Hallo? So, haben wir schon mal 2 wieder. 2 Speere, sehr schön. Aber von dem Tierfett müssen wir echt mehr kriegen, oder Tierhaut. Ah, guck mal, hier ist Schiefer. Haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie rauf. Oder zumindest da in die Nähe. Ist da oben irgendwie was zum Klettern? Nee, ne? So. Immer schön gewieft hier lang. Da unten sind irgendwo welche. Da unten. Ah, da, okay. Hätte mich jetzt beinahe gesehen.
habe ich mich nochmal ganz gewieft. Ganz gewitzt und gewieft, einfach mal geduckt, aber irgendwie, glaube ich, vollkommen falsch. Wo ist denn der Wegpunkt jetzt schon wieder? Hä? Wo ist denn... Ach, da. Wie kommen wir denn hier... Komme ich da irgendwie... Es sieht nicht so aus, als würde ich da irgendwie raufkommen. Oh Mann, wie komme ich denn... Ich schau mal auf die Karte, gibt's hier... Ah, es ist rechts der Weg, na super. Und ich laufe links lang die ganze Zeit. Hey, mein Freund. Ciao, mein Freund. Hey, mein Freund. Ciao, mein Freund. So. Schiefer nehme ich mit. Dann laufe ich doch tatsächlich die ganze Zeit in die falsche Richtung. Das ist aber echt armselig von mir. Hab bitte ein Nachsehen. Ja, ich bin alt. Da kommt wieder meine Ausrede. Ich bin alt. So. Tralali, tralalo. Ich sitze gleich auf dem Klo. Tralali, tralalo. Boah, wie geil diese Bäume sind. Diese dicken Bäume, die habe ich damals schon in Need for Speed immer gemocht. Bei Need for Speed Hot Pursuit und so. Nee, der gehört zu uns. Da fand ich die auch immer geil, wenn man so durch diesen Wald gefahren ist bei Need for Speed. Ich glaube, so einen ähnlichen Wald gab es, glaube ich, damals auch bei ich glaube, den Need for Speed Rivals für die PS4. Oh, guck mal, ein Bienenstock da hinten. Nehmen wir mal mit, wenn wir schon einmal hier auf dem Weg sind. Bienenschwarm. Da ist irgendwie eine Beutetasche. Schauen wir mal. Darf ich? Geh weg. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Oh Gott. 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 Hilfe. 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 Warte, ich bleib mal. Hey, Bambi. Hey, Bambi. Bleib stehen. Ich brauche doch nur Tierfett. Habe ich denn ein bisschen was? Ah, Tierhaut. Nicht Tierfett, Tierhaut. Okay, drei Speere. Okay, wir müssen da unten lang und dann links. Also gehen wir schon mal den richtigen Weg. Hier hat jemand geblutet. Ich weiß nicht genau wer. Aber irgendjemand hat geblutet. Ah, hier. Oh, sehr schön. Hirsch. Ich habe Bambi nicht erschossen. Ich nehme es einfach mit. Ich fahre das nicht. Ah, die gehören zu uns, ne? Genau. Hallo, meine Freunde. Hallo, mein Freund. Hallo, Charwa, Chaprashmans. So. Brüste. Brüste. Nicht, dass ich hier noch einen YouTube-Bann kriege oder so, weil ich Brüste zeige. Busen. Warum heißt es eigentlich Busen? Uah. Alter. So, wo war ich stehen geblieben? Warum heißt es eigentlich Busen? Und nicht, und nicht Buse, also wenn man eine bezeichnet. Weil, ich sag mal, ein Busen ist doch Buse, oder? Es heißt ja auch Dr. Mabuse und nicht Dr. Mabusen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf dieses Thema komme, keine Ahnung. Aber nun gut, darüber müssen wir auch seriös gesprochen werden. Seriös, in diesem Let's Play. Ich weiß nicht, wie bezeichnet man denn eine, ja, ich kann ja schlecht Titte sagen, eine Brust, eine Hälfte von der Brust von der Frau. Sagt man dazu Buse? Weil es heißt, wie gesagt, es heißt ja auch Dr. Mabuse. Ne, oder, und nicht Dr. Mabusen. Schon wieder der geht mir auf Eier. Geh weg, lass mich. Boah, wie geil.